ist. Ne? Frau Heyer, wir fangen mit Ihnen an. Ja. Ich mache jetzt den Riegel auf. Ist ein extra starker Riegel, weil es sind ja doch wilde Tiere. Ne? Sie gehen dann rein, nehmen das Glöckchen ab und kommen wieder raus. Ja? Wollen wir es so machen? Also. Moment. Donnerlippchen, Spiele ohne Gewehr. Ist die letzte Sendung. Aber Sie kennen das Dichterwort: nicht weinen, das ist vorbei. Lächeln, das ist gewesen. Und eines muss ich wirklich mal sagen: der WDR hat mich behandelt wie einen eigenen Sohn. Hat zu mir gesagt: Sohn, es wird Zeit, dass du jetzt gehst und dir einen Job suchst. Wir haben noch nie einen Kandidaten aus der Bundeswehr gehabt. Und ich weiß, wir haben heute Bundeswehrclubs unter uns. Wo sitzen die? Oh, so viele? Da gar keiner? Sie auch? Ja. Vielleicht gleich der Herr im eigelben Pullover. Kommen Sie zu uns. Man mag Sie. Begrüße Sie, Herr Friedrichs. Was machen Sie bei der Bundeswehr? Ich bin Kompaniefeldwebel, also Spieß der 1. Kompanie in Rheinbach. Und das sind die Angehörigen des Unterbezirkkorps. Oh. Was ist das für eine Kompanie? Die erste ist die Versorgungskompanie. Die erste Versorgungskompanie in Rheinbach. Aha, dann haben Sie also lange keinen Formaldienst mehr gemacht. Ja, sieht man. Ja, trauen Sie sich denn zu, aus der Erinnerung heraus, einem bunt zusammengewürfelten Haufen ein paar Grundbegriffe der Formalausbildung beizubringen? Hoffe ich. Ja? Ja. Dann darf ich jetzt mal Antonia und Silvia bitten, ihr Herz sprechen zu lassen und 8 knackige Bengels auszusuchen. Und da weiß man natürlich nicht, was dabei ist. Das ist klar. Ne? Und Sie haben die ganzen Kommandos noch im Kopf. Ich hoffe. Das heißt, wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, hier in diesem Karree, was Sie da sehen, so marschieren, Abteilung Halt, links um, präsentiert, das können Sie noch. Ja. Sehr schön. Ich darf Sie fragen, ob Sie gedient haben? Nein. Schön los. Und Sie? Ich war der berühmte Schreibstubenhengst. Aha, wird auch gern genommen. Und Sie? Vor 16 Jahren. Vor 16 Jahren? Sanitäter. Sehr schön. Und der Herr Grün? Leichter Bandscheibenschaden. Leichter Bandscheibenschaden, also untauglich, sage ich mal. Was ist mit Ihnen? Untauglich. Untauglich? Untauglich. Untauglich? Ja, in den Taschen, logisch. Herr Gudert? Ersatzdienstfeuerwehr. Ersatzdienstfeuerwehr, Herr Hartmann? Ich habe gedient in Engelskirch im Hundebo. Auch so 15, 16 Jahre schon. 15, 16 Jahre haben Sie gedient oder ist es mehr? Nein. Ach so. Ja. Stattliche Jungs, das wird eine harte Aufgabe. Ja. Sie haben aber eine gewisse Zeit, wie gesagt, innerhalb dieses Dings, ne, die ganz normalen Sachen. Wenn Sie es schaffen, ein schöner Preis, schauen Sie mal auf die Leinwand. Wir haben etwas für Sie. Er kommt Sie morgens wecken, bringt den Kaffee ans Bett, spricht mit Ihnen, spielt Radio. Das wäre doch was, ne? Ich helfe euch. Versuchen Sie Ihr Bestes, darf Sie rausbitten. Sie kriegen auch schöne Uniformen. Wir sehen uns später wieder. Gucken immer mal rein, wie es klappt. Ja? Meine Herren, bitte nach links. Viel Glück! Wir haben wie immer
einen Prominenten in einen Sack gesteckt. Sie im Studio haben drei filmische Hinweise, um zu erraten, wer es ist. Und hier kommt gleich der erste Hinweis auf unseren Gast. So, lieber Gast, du bist dort offensichtlich bei der Bundeswehr. War das dein beruflicher Anfang? Nein, ich gehöre dem weißen Jahrgang an. Ich habe Werkzeugmacher gelernt, war Lastwagenfahrer, Kellner auf dem Bau, habe in der Türkei als Schlosser gearbeitet, im Straßenbau in Griechenland, Philosophie und Germanistik studiert. Ist ja toll. Was haben Sie denn in der Türkei genau gemacht? Da war ich Gastarbeiter. Ich habe den Kronleuchter im Opernhaus in Ankara gelötet. Wie ich weiß, lieber Gast, bist du auch sehr sportlich. Was gibt's dazu zu sagen? Ich habe geboxt, jedenfalls früher, Fußball gespielt, mache das Sportabzeichen, wenn es geht, jedes Jahr. Aha, bist du auch gut zu Fuß? Ich bin gut zu Fuß und beim Mund. Ich war auf dem Kilimandscharo, bin durch Island getigert. Aha, na gut. Durch Sardinien. Sehr schön, zwei Hinweise gibt es noch. Verzweifeln Sie nicht, meine Damen und Herren. Ich suche drei Damen, die ein sehr gutes Verhältnis zu Tieren haben. Und damit meine ich jetzt nicht so hiesiges Getier, sondern Exoten. Ja? Wer wäre da? Ja, Sie, unbedingt. Bitte, bitte. Wer noch? Wer hat ein gutes Verhältnis zu Tieren? Sie werden von Ihrem Mann hergestoßen. Das ist auch schön. Noch eine Dame brauche ich. Kommen Sie doch, bitte. Kommen Sie zu uns. Das... Machen Sie mir keinen Kummer. Frau Wehlmann, ja? Nee, Lehmann, Wehlmann. Das ist Frau Kinder und Frau Steinke. Das ist so klein geschrieben. Hatten Sie irgendwann mal ein schönes Erlebnis mit Haustieren? Nein, eigentlich nicht. Nicht, aber Nein. Sie haben ein gutes Verhältnis zu Tieren. Ja. Mögen Sie? Ja. Können Sie auch anfassen? Ja, natürlich. Das ist gut. Sie haben auch keine Angst vor Tieren? Nein, noch nie gehabt. Wunderbar. Das wird. Und Sie? Irgendein schönes Erlebnis? Ja, ich habe einen Bobtail zu Hause und den traue ich mich auch anzufassen. Den trauen Sie anzufassen. Darf ich Sie mal ein bisschen nach hinten bitten, meine Damen? Ich zeige Ihnen jetzt einmal die Tiere, mit denen Sie es zu tun bekommen. Drei Stück und hier kommt unser erstes. Das ist ein Zebu. Der Zebu stammt aller Wahrscheinlichkeit nach vom Auerochsen ab. In Asien beheimatet. Wie alt ist es? 4 Jahre. 4 Jahre. Fassen Sie es mal an, machen Sie sich vertraut mit ihm. Ist ganz lieb. Ganz lieb ist es. So, dann darf ich Sie nach hinten bitten. Als zweites kommt ein... Uiuiui, ein Lama. Das Lama ist ein... Das spuckt. Da haben Sie völlig recht. Ein kleines, höckerloses Kamel. Guten Abend. Ist schön, ne? Ganz toll. Vielen Dank. Und hier haben wir einen Bär. Nennen Sie mal ein paar Bärenarten, Frau Lehmann. Grizzly, Braunbär. Grizzly, Himbeer, Brombeer, Hubschraubbär, Vorsichtshalbär. Der ist lieb. Wie alt ist er? 15 Monate. Also ein Kind noch, ne? Gut, ich darf Sie nach hinten bitten. So, meine Damen, jetzt geht's um Folgendes. Die Tiere werden in diese Kabinen gebracht. Aber ich weiß natürlich nicht, welches Tier in welche Kabine kommt. Das dauert jetzt eine Zeit, weil die da nicht rein wollen. Sie kriegen Safari-Anzüge angezogen, wenn ich Sie mal rausbitten darf. Wir sehen uns gleich wieder. Wir schauen uns einen Film an. Wir haben ein Experiment gemacht. Und zwar haben wir diesmal unserem Kandidaten keinen optischen oder akustischen starken Schock versetzt, sondern das Grauen kam von innen. Selbstzweifel befielen ihn. Sehen Sie selbst, das Ganze spielt in einem guten bis erstklassigen Restaurant. Das ist der Tisch. Der Herr, den Sie jetzt mit dem Rücken sehen, ist unser Mann. Er weiß von nichts. Seine Frau ist eingeweiht und die beiden anderen Herrschaften am Tisch sind Freunde, die wissen auch Bescheid. Sie sehen, er strahlt, er genießt es. Seine Frau hat gesagt, Männer, heute machen wir eine Sause. Und jetzt achten Sie auf den Kellner. Er ruft unseren Herrn zum Telefon und der will gar nicht. Sie essen gerade, sagt er. Und jetzt hilft Mutter sanft nach mit dem Ellbogen.
Ganz muffig ist er. Da war gerade der achte Gang. Und jetzt passen Sie auf. Die Szenerie wechselt. Alles weg. Andere Leute. Anderes Essen. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Wir haben einen Fehler dabei gemacht, aber dazu später. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Jetzt kommt ein Herr, der hat mit uns nichts zu tun. Hat auch gebeten, ihn unkenntlich zu machen, weil seine Frau ihn nicht dort vermutete. Und wir haben der Bitte gern entsprochen. Man ist ja kein Unmensch. Irgendwann geht er dann auch. Und hier kommt unser Kandidat. Erste Anzeichen von Irritation sind bereits körpersprachlich signalisiert. Ja, und in 5 Minuten saß ich hier. Und 5 Minuten saß ich hier. Heute oder gestern? Heute. Heute? Heute? Hier ist meine Tasche noch. Das ist unser Fehler. Wir haben sie in der Tasche liegen lassen. Aber das habe ich schon gewollt. Tut mir leid. Tut mir leid. Haben Sie einen Ausweis dabei? Sicher doch. Ja? Also, das sparen wir uns. Ja? Sicher reden, aber... Nein, ich bin irritiert. Überhaupt. Haben Sie die Leute, die hier waren, noch gesehen? Wir haben jetzt diese zweite Arme gestellt hier. Das ist ein Geschäftspartner, das ist... Wollen Sie nicht, also... Wollen Sie uns... Nee. Wir suchen Sie. Also meine Frau ist eine Ullknudel, ja, die kriegt. Ist ja jeder da? Ja, wir können eine Beweise haben, Auswahl hat. Das nennt ihr mir jetzt nicht übel. Ja, warum denn? Denken Sie an die Kolonie. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ja. Bitte regen Sie sich nicht auf, es ist alles in Ordnung. Das war ein ganz kleiner Scherz für die Fernsehsendung deiner Lippchen. Wenn Sie mal da hinschauen. Entschuldigung. Schätzchen, sagt sie. Ja. Wie leicht oder wie schwer war es, das geheim zu halten? Es war eigentlich gar nicht schwer, weil wir einen Grund hatten zu feiern. Und da konnte ich sehr gut sagen, wir gehen heute Abend essen. Oder ich hatte es schon ein paar Tage im Voraus gesagt, wir gehen an dem und dem Tag essen. Und da war mein Mann ganz darauf eingestellt, also wir gehen an dem Abend essen. Und mehr hat auch nicht gefragt. Und es war auch nicht schwer, sich trocken zu halten? Ja, eigentlich nicht, ne? Mir war es schwer. Ihnen war es schwer. Da bin ich aber froh. Sie kriegen jetzt Fläschchen von uns, die tauschen wir später gegen größere. Das ist ja ein Versehen, nicht? Es gibt ja sonst andere Kaliber. Herzlichen Dank an Sie. Und nun, meine Damen und Herren, muss ich Ihnen etwas sagen, was unsere Damen mit ihren Tieren betrifft. Es ist nämlich keinesfalls so, dass die Tiere in diesen Kabinen sind. Alles, was ich den Damen erzählt habe, ist blanker Unsinn. Achten Sie einzig und allein auf Frau Kinder. Die kleine, etwas ältere Dame. Hier in der dritten Box wird nämlich nicht der Bär sein, wie Frau Kinder erwarten wird, sondern es wird ihre Tochter mit ihrem Schwiegersohn und ihrem Enkel sein, den sie noch nie gesehen hat, denn die Familie hat sich 7 Jahre lang nicht gesehen, weil die Kinder in Australien leben. Und ja, Bildschön ist das. Ganz herrlich. So was Schönes. Meine Damen, folgende Aufgabenstellung. Sie haben gesehen, die Tiere hatten Glöckchen um. Ja, die Tiere sind jetzt in den Kabinen und Sie sollen bitte versuchen, den Tieren die Glöckchen wegzunehmen. Das ist im einen Falle einfacher, im anderen etwas schwieriger. Und noch etwas, wir haben bei 2 Tieren, das sind nicht die Tiere, das sind Menschen in Kostümen. Da ist es noch einfacher. Im dritten Falle ist es aber schwer, dafür ist der Preis auch größer. Ich darf mal willkürlich aufteilen, Frau Steinkampfler in die erste Kabine, Frau Lehmann an die zweite
Und vor Kinder bleibt natürlich nur die dritte Kabine, ne? Es ist ja eine rein rechnerische Sache. Frau Steinke, werde Sie da hineinbitten und Sie nehmen dem Tier das Glöckchen ab und dann kriegen Sie einen Preis, ja? Fangen wir an? Oder haben Sie Bedenken? Nee. Nicht. Moment. Darf ich mal ums Hütchen bitten? Wir werden Sie blind machen, dann ist der Reiz größer. Sind Sie so lieb, setzen Sie das mal auf. So, Sie sehen nichts. Jawohl, und jetzt mache ich die Tür auf. So, ich helfe Ihnen auf, Frau Steinke, kommen Sie. Hier ist eine Stufe, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt kommt noch eine. Ja, und jetzt sind Sie... Sie müssen jetzt dem Tier das Glöckchen entfernen. Nicht den Kopf, das Glöckchen. Hier, das ist der Kopf, mein Gott. Ja, da haben wir das Glöckchen. Moment. So, kommen Sie wieder. Vorsichtig. Vorsichtig. So, und schauen Sie sich auch Ihr Tier an. Das wäre Ihr Zebu gewesen. Schön, ne? So, jetzt mache ich Ihnen einen Vorschlag. Sie können versuchen, das Glöckchen im Studio zu verkaufen. Sie können aber auch von Antonia 500 Mark dagegen eintauschen. Was möchten Sie? 500 Apple? Ja, ne? Ja, nimmt sie doch. Das sind sie doch glatt. So, das war gut, ne? Herzlichen Dank, nehmen Sie wieder Platz. Jetzt Ihnen. Das Vorgehen ist bekannt. Machen Sie sich bitte blind, Frau Lehmann. So, jetzt könnte das natürlich das lebende Tier sein, ne? So, vorsichtig. Noch eine Stufe, jawohl. Sie wissen, Lamas spucken. Das ist ein Temperament. Lassen Sie das Tier ganz. Liebe junge Frau. Sie hätten es ja fast umgebracht. Nicht so ungut, Lama. Nee. 500 Mark, einverstanden. Ja. Ja, ne? So. Herzlichen Dank. Haben Sie noch viel Spaß? Frau Kinder. Frau Kinder, ich habe gesagt, zwei sind ausgetauscht. Was sagt Ihnen Ihr Herz? Da ist der Bär. Das ist der Bär. Haben Sie schon mal einem Bär sein Glöckchen weggenommen? Nee. Das letzte Mal ist es versucht worden, 1864, in den Rockies. Es gab erhebliche Personenschaden. Ja, ja. Wollen Sie trotzdem rein? Tapfere Frau. Frau Kinder. Oh Gott, oh Gott. So, Vorsichtsstufe. Vorsicht. Vorsicht. Ja, aber ohne eine... Lassen Sie mal auf. So, wenn wir den Bär auch mal raus tun. So, was war denn mit dem Bär? Was haben Sie für einen Eindruck? Ist kein Bär, ne? Nee. Nee, ne? Ist jetzt? Das mein Mann? Wie, Ihr Mann? Ihr Mann sitzt doch da, denke ich. Ihr Mann sitzt doch da. Sie sind immer misstrauisch. Machen wir bitte den Kopf ab, Frau Kinder. Das ist Ihre Tochter. Kinder, darf ich Sie mal eine Sekunde stören? Das ist noch nicht alles. Es ist noch nicht alles. Gucken Sie mal hier. Ich würde sagen, ihr
erzählt euch jetzt erstmal, was ihr in den letzten 7 Jahren erlebt habt. Ja, mich entschuldigt ihr. Ich darf Sie rausbitten, wir sehen uns gleich, ne? Kinder. Oh ja, ja, das geht aber ab. Und wir sollten mal schauen, was unser Hauptfeldwebel mit seinen Rekruten anstellt. Links weg! Mach! Na gut, toll ist es nicht, aber es kann ja noch werden. So, und hier kommt unser zweiter Hinweis auf den prominenten Gast im Sack. Lieber Gast, wann bist du in deinen jetzigen Beruf eingestiegen? In meinem jetzigen Beruf 1968. Und was war dann die erste wichtige Stufe? Die erste wichtige Stufe, ich kam 1972 in den Deutschen Bundestag. Ah, dann bist du ein Politiker. Mit Leib und Seele. Hast du etwas mit Nordrhein-Westfalen vielleicht auch zu tun? Auch das stimmt. Aha. Und was für eine Funktion bekleidest du jetzt? Wie könnte man das nennen? Ja, ich bin Mitglied des Bundeskabinetts. Aha. Also könnte man es platt ausdrücken, du bist Minister. Platt Minister. Ja. Oioioi. Aha. Also weit sind wir schon. Minister ist er, der Mann. Gut, noch nicht so viele. Aber es kommt noch ein Hinweis. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf unsere Rekruten. Meine Herren, bitte. Marsch! Links weg! Was? Abteilung! Halt! Lieber Hauptfeldwebel, kommen Sie mal. Meine Herren, gehen Sie mal bitte zwanglos darüber. Was? Was würden Sie denn jetzt selber sagen? War es schwer? Ja. War schwer. Haben die überhaupt irgendwelches Talent? Doch, sind einige dabei, die Talent haben. Ja. Können wir direkt einziehen. Aber Sie würden jetzt mal so ganz objektiv sagen, also so richtig geklappt hat es nicht? Nicht ganz, nein. Nicht ganz, das gibt er also selber zu. Und nach der ZTV 3-2. Neuer Art. Müssen wir doch jetzt eine disziplinarische Maßnahme ergreifen. Jawohl. Ja. Dann darf ich Sie mal rüber bitten in unsere Sitzbadewanne. Hier entlang. Nehmen Sie reichlich Platz. Oh. Machen Sie es ganz bequem. Was jetzt kommt, brauche ich nicht zu erläutern. Pech. Gut. Der Vollstrecker, bitte. Diesen Männern raushole. Fernsehballett, Achtung! Schirm, über! Musik, ab! Jetzt möchte ich Ihnen die Herren auch mal vorstellen.
Es sind allesamt ehemalige Angehörige der 2. Kompanie des Wachbataillons Bergisch Gladbach. Alle Mann. Ich glaube, das Allerschwerste war, und Sie sind auch alle Mitglieder des Reservistenverbandes, das Allerschwerste war, ihn nicht merken zu lassen, dass ihr Ahnung hattet. Ne? Ja, das war schwer. Bei aber den Kommandos, man zuckt ja direkt. Ja. Aber man darf ja nicht, man darf ja nicht. Nun hat ja das, was wir gemacht haben, eigentlich weniger mit Formalausbildung zu tun als mit Ballett. Ihr seid ja trainiert worden. Wie lang? Circa 10 Tage lang. Und hat Spaß gemacht? Sehr sogar. Oder war es doch sehr ungewohnt? Nee, war nicht ungewohnt. Es hat also mit ihm unheimlich Spaß gemacht. Macht ihr das jetzt in Zukunft weiter? Ja, wir hoffen. Wie lange ist es bei Ihnen her, dass Sie dabei waren? Ich bin Ende 87 entlassen worden. Das ist ja noch nicht so lang, Sie? Ich vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren? Ich bin also schon 6 Jahre aus. Und was machen Sie jetzt? Ich bin Beamter. Ja, das ist auch schön. Sie? Ich bin Verwaltungsangestellter. Verwaltungsangestellter. So, jetzt kommen wir aber auch zu Ihrem Preis, den nehmen wir mal Ihnen ja nicht nehmen. Dr. Klinker Emden. Herzlichen Dank an Sie, herzlichen Dank an euch, meine Herren. War toll. Wir sehen uns gleich beim Bier. Vielen Dank, euer Applaus. Und jetzt kommt unser dritter und alles entscheidender Hinweis auf den prominenten Ehrengast im Sack. So, dann nenn doch bitte einmal ein paar wesentliche Stationen deines Werdegangs, lieber Gast, bis zum Minister. Ich war Senator in Berlin für Bundesangelegenheiten 81, 82, war stellvertretender Fraktionsvorsitzender meiner Partei im Bundestag, war Sozialausschussvorsitzender, ja, das war's. Und seit wann genau hast du deine jetzige Funktion inne? Seit Oktober 1982. Bist du von der Körperlänge her einer der größten Minister? Ich bin eher der Kleinste. Ah, körperlich. Ja. Kann es sein, dass du ein sehr gutes Verhältnis zur Fernsehunterhaltung hast? Ich mag Spaß. Er mag Spaß. Wir haben uns schon einige Male in Fernsehsendungen sind wir uns begegnet. Ich denke, Sie könnten es wissen. Wer ist der kleinste Minister? Schreiben Sie bitte jetzt den Namen auf den dafür vorgesehenen Teil Ihrer Eintrittskarte und Antonia und Silvia kommen einsammeln. Es gibt 2 Wunschträume eines Tauchers. Das eine ist einmal eine Meerjungfrau von Angesicht zu Angesicht oder von Taucherbrille zu Taucherbrille zu sehen. Und das zweite ist, einen versunkenen Schatz heben. Und wir machen beides auf einmal möglich. Vorhang auf, bitte. Vom Taucherclub Kölner Seewolf Horst Wirz und Karl-Heinz Michels von der Tauchersportgemeinde Forz. Begrüßen Sie, meine Herren. Ich darf Ihnen Ihre Aufgabe erläutern. Sie sehen deutlich Ihre beiden Meerjungfrauen. Und Herr Wirz, das wäre Ihre. Und Herr Michels, das wäre Ihre. Beide Meerjungfrauen halten ein Schatzkästlein, bis an den Rand gefüllt mit Geschmeide. In der Hand. Ja, sie sind aber hinter Gittern. Und die Schlüssel zu diesen Gittern befinden sich in diesen Riesenmuscheln. Und wer eine Riesenmuschel kennt, der weiß, dass sie einen Schlüssel nicht freiwillig hergibt. Riesenmuscheln verfügen über riesige Kräfte und sie spucken, beißen und kratzen, geben aber nie den Schlüssel her. Gottes Willen. Und es ist auch mehr als ein Schlüssel, es sind 4 Schlüssel. Sie müssen also unter Wasser die Schlüssel ausprobieren, bevor sie zu den Meerjungfrauen und zu den Schatzkästlein kommen. Und wer als erster das Schatzkästlein in Händen hält, der hat gewonnen. Wie immer. Alles klar? Ist das Wasser angenehm warm? Nein. Die Damen, die können auch frieren. Die Girls, dann bitte schnell. Setzt die Masken auf. Peinlich, peinlich. Achtung,
fertig, los! Stimmt, es ist kalt. Ah, die Muschel spucken, aber es nützt ihnen nichts. Herr Michels hat schon die Schlüssel erbeutet, jetzt auch der Herr Wirtz. Er sucht oben, aber das ist falsch. Es ist unten. Das Schloss befindet sich unten. Herr Wirtz probiert den zweiten. Herr Michels! Bitten. Und jetzt hat es auch Herr Wirtz, das Schatzkästlein. Oh, die sind schon am Flochten. Ja, toll. Vielleicht zunächst einmal zu Ihrem Preis den zweiten. Das ist auch nicht schlecht. Es ist eine Goldmünze im Wert von 500 D-Mark. Ihrem Preis. Geschmeide. Kieselsteine. Das konnten wir natürlich jetzt in dieses dreckige Wasser, konnten wir nicht diese wertvollen Metalle legen. Jetzt auf der Eidofor, für Sie nicht sichtbar, aber für Sie. Silbermünzen, Goldmünzen und eine Perlenkette im Gesamtwert von über 1.500 D-Mark. Herzlichen Glückwunsch! Kommen Sie schnell raus, wir sehen uns gleich. Vorn zu, bitte. Und hier kommt unser prominenter Ehrengast im Sack. Vorsicht. Moment, Dr. De Helm. Jetzt ist Norbert Blüm. Das tut doch auch mal gut, ne? Beifall. Das ist ja ist nicht immer so und es wärmt. Ne? Man muss alles ertragen. Ist auch für mich der einzige Grund, warum ich das mache. Ich würde es sonst auch nicht machen. Herr Blüm, eine Sache. Anfang der Woche gab es eine Zeitungsmeldung über übergewichtige Politiker. Es ist ein Problem, das mich selber nicht betrifft. Aber es wurden dort Zahlen genannt. Es kann auch nicht jeder wie ein Dressmann aussehen. Es kann nicht jeder aussehen wie ich. Ich weiß, was man aussehen. In Ordnung. Es wurden Zahlen genannt. Und etwas hat mich erschreckt. Franz Josef Strauß war angegeben mit 1,74 Körpergröße und 84 Kilo. Wer will da das Gewicht des bayerischen Ministerpräsidenten so herunterspielen? Brutto oder netto? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber das kann doch nur eine böswillige Verleumdung sein. Also ich halte den Franz Josef für schwergewichtiger. Ich glaube auch. Ja. Ist doch besser als ein Leichtgewicht. Ein Leichtgewicht pusten Sie ja um. Ein Politiker muss standfest sein. Ja. Ja. Und den Mann hat es auch viel gekostet. Unser Tischchen bitte. Die Handkamera ist kaputt. Das macht nichts. Notfalls filmen wir ohne Kameras weiter. Gemischt ist, Herr Blüm, bitte fassen Sie rein und wir... Man muss es spannend machen. Ja, das ist selbstverständlich bei einer die Sendung. Politik lebt auch von der Spannung. Klar. Nicht so schnell, wenn es ans Verteilen Und wir haben nur 39 Minuten für die Sendung, weil das Wort zum Sonntag noch kommt. Machen Sie ruhig langsam. Mechthild Schrade... Schrade oder Schkade?
Mechthild. Schwarz. Mechthild, bleiben Sie mal oben stehen. Stellen Sie sich hin, dass die Nation Sie sieht. Mechthild. Was hat sie gewonnen? Sie hat gewonnen Teilnahme, Eintrittskarte für zwei Personen für das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft am 10.06.88 im Düsseldorfer Rheinstadion, Deutschland-Italien, Reise, Hotel und einen schönen Platz auf der Ehrentribüne und was noch wichtiger ist, in meiner Nähe. Herzlichen Dank. Wir tun mal das Tischchen hinter uns. So, Sie bleiben bei mir, weil jetzt kommt noch was Wunderschönes. Das war's. Das war die Serie, das war die Sendung und wir haben alle Assistenten und Assistentinnen, die wir jemals hatten, eingeladen zur letzten Sendung. Und hier sind sie, die Drillinge Schöne aus dem Sauerland. Und die Geschwister Schneider aus der zweiten Sendung. Unsere Jodel. Oh, aus der dritten Sendung die drei Christianis aus dem Zirkus Hellas. Aus der vierten Sendung Elisabeth Clark. Fünfte bis zehnte Sendung Regina und Helmut. Let's go!